Hallo und herzlich willkommen zurück zum RTL Biathlon. Endlich starten wir in die Profisaison. Jetzt natürlich gesundheitsbedingt lange ausgefallen und es ist schon frühlingshaft und Ostern und wir sind ja immer noch beim Biathlon. Ich hätte mal früher damit anfangen sollen. Aber nun gut, wir werden jetzt nicht den ganzen Sommer mit Biathlon hier durchspielen, aber zumindest einmal diese Weltcup-Saison. Mal schauen, wie weit wir kommen und wie viel Spaß auch die Leute noch daran haben. Ansonsten würde ich dann auch ganz gerne mal wieder zu etwas sommerlichen Spielen zurückkommen, beziehungsweise einfach auch ein bisschen weniger auf dem Kanal haben, so leid es mir tut. Aber es ist dann halt doch auch relativ anstrengend, gerade jetzt, wo ich lange krank war. Da muss man natürlich alles wieder nachholen, was einem da so flöten gegangen ist. Wurscht, wir sehen hier Arndt Peiffer, Alexander Wolf, Michael Kreis, Michael Rösch, der hier noch Deutscher ist inzwischen. Ich weiß gar nicht, für welches Land startet er. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es gar nicht mehr genau. Startet jetzt für irgendeinen Exoten für Holland? Startet er für Holland? Ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die anderen Namen umzuschreiben ist bei diesen RTL-Spielen immer relativ schwierig, weil da der Editor nicht so richtig vorhanden ist. Deswegen habe ich es jetzt mal gelassen und die Konkurrenz sieht man auf der Strecke ja ohnehin nicht wirklich. Man kann sie eh nicht so richtig auseinanderhalten. Von daher müssen wir jetzt mit diesen Namen hier leben. Nochmal großen Dank auch an Fan of Eating, der auf Twitter ja auch mal ausgerechnet hat, dass wir insgesamt 80% liegend treffen, also genau 4 von 5, immer ein Fehler, konstant, da halte ich mich ja auch dran, ein Fehler liegend muss auf jeden Fall sein. Und wir haben 93,5% stehend, was ja doch durchaus vollkommen in Ordnung ist. Da nutzen wir natürlich auch immer unseren Schusshelfer, unseren Schussprofi, der uns da mit Rat und Tat zur Seite steht. Los geht's hier in Östersund, der Einzelwettkampf. Da können wir uns mal schön drauf vorbereiten auf die Saison. Da sehen wir auch schon sexy wie eh und je. Und damit geht es jetzt auch in den ersten Wettkampf direkt rein. Wir machen hier gleich mal einen Sprint zu Beginn, um wieder mal etwas mehr Energie rauszuhauen. Was wir ja durchaus viel, viel mehr machen müssen. Da vorne gibt es jetzt allerdings einen langen Anstieg, deswegen müssen wir uns hier noch mal ein bisschen ausruhen. So, den Bergspezialist werde ich hier noch nicht nutzen. Ich muss ja gestehen, dass das meine zweite Aufnahme ist. Nur bei der ersten ist er beim Bergspezialisten hier stehen geblieben und ist nicht mehr vorwärts gegangen. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist oder was ich da falsch mache. Inzwischen weiß ich ja auch, man muss Energie vorher verballern, also muss an den Anschlag gehen und dann den Bergspezialisten nutzen. Boah, läuferisch ist das hier eine Katastrophe. Und ich habe eben echt liegend null geschossen. Das hat erst so ärgerlich, dass dann die Aufnahme kaputt ist. Mann, voll ärgerlich, wirklich. Extra ganz konzentriert geschossen. Also nicht, dass ich das sonst mit Absicht nicht tue. Aber trotzdem. So, hier nochmal einen kleinen Sprint und dann gehen wir in die Hocke. Und jetzt gibt es hier die ewig lange Abfahrt. Die wir, wenn ich die Steuerung nicht umgestellt hätte, nie schaffen würden. Und es sind, na, es sind jetzt nur 13 Sekunden. Eben waren es 15 Sekunden Rückstand, als ich hier das erste Mal gespielt habe. So, da hakt er sich irgendwie immer mal wieder ein bisschen fest. So, hier geht es jetzt wieder einen kleinen Gegenhang, aber da können wir voll durchziehen, weil es da hinten eh schon wieder bergab geht. Ja, ja, Kraft niedrig drauf geschissen. Hier geht es wieder schön steil bergab. Und dann sind wir auch schon auf dem Weg zum ersten Schießen. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt auch die Null schaffe. Eben hat das sehr, sehr gut funktioniert. Wir legen jetzt hier nochmal einen kleinen Sprint hin. Da vorne sehen wir auch den Schießstand. Da können wir uns dann gleich noch ein bisschen ausruhen. Aber hier nochmal einen Sprint hinlegen ist, denke ich mal, im Sinne aller. Nicht im Sinne Alas, sondern im Sinne aller. Also ich weiß nicht, ob Ala sich für Biathlon interessiert. Ich bezweifle es jetzt im ersten Moment allerdings mal. So, und jetzt sind wir auch schon beim ersten Schießen, deswegen bremst er auch komplett ab und fährt erst nochmal zur Seite. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich auch jetzt die Null schaffe. Das wird wieder der eine Fehler werden. Ich hasse es. Eben habe ich Null geschossen. Ach, Manno. 10 Sekunden Zeitstrafe, okay. Mit den 10 Sekunden sind wir, naja, 12, 13 Sekunden zurück. So, wieder mal einen kleinen Sprint hinlegen. Da vorne geht es halt, wie gesagt, gleich wieder lang bergauf. Deswegen dürfen wir nicht zu lang sprinten.
Wir uns jetzt hier noch ein bisschen ausruhen. Läuferisch sind wir natürlich hier bei den Profis komplett hinten dran. Aber mit nur 10 Sekunden Rückstand ist das eigentlich erstmal okay. Und hier habe ich eben den Bergspezialisten eingesetzt und dann war es aber auch vorbei. Dann ist er nicht mehr weitergelaufen. Ich würde ihn jetzt mal da vorne einsetzen, wo es etwas steiler ist. So, mal schauen. Wir haben jetzt natürlich wieder Zeit verloren. In der Loipe sind wir unterirdisch schlecht. 20 Sekunden. Ich würde jetzt mal hier Energie reinballern und jetzt den Bergspezialisten nehmen. Jetzt schießt er hier hoch, aber nicht zu knapp. Das sollte eigentlich ganz gut gewesen sein. Und hier können wir uns jetzt ja eh wieder ewig lang ausruhen. Wenigstens hat er sich diesmal nicht festgehakt und jetzt müssen wir natürlich stehend die Null schießen. So, hier kommen wir ganz gut rum und dann haben wir sogar ein bisschen Zeit gut gemacht. 19 Sekunden sind es jetzt. Können gleich nochmal sprinten. Hier macht er jetzt wieder diesen kleinen Schrittfehler. Aber es sieht doch ganz gut aus. Hier können wir wieder in den roten Bereich gehen. Weil es da hinten dann auch wieder bergab geht. Allerdings nicht so lange. So, räumen wir ein bisschen aus. Können wir hier gleich nochmal einen kleinen Sprint hinlegen. Was denn jetzt? Und dann geht es zum Stehenschießen, wo wir natürlich unseren Schießspezialisten wieder nehmen werden. Da hinten der Helikopter stürzt gerade ab. Das soll uns nicht weiter stören. Der Sprint war etwas lang. Jetzt müssen wir uns zum Schießstand noch ein bisschen ausruhen, damit die Atmung auch okay ist. Und dann schauen wir mal, was hier beim ersten Wettkampf rauskommt. Natürlich die Null wäre natürlich super gewesen. Dann wären wir pari. Also knapp zumindest hinter Bestzeit gewesen. So, Stehenschießen. 93,5%. Eigentlich fast immer alles tipptopp. Boah, da hat sie jetzt aber gerade richtig verrissen nach dem Schuss. So, ab geht die Post. Mal schauen, wo wir liegen. Ja, tanzt nicht rum. Ja, immer noch 10 Sekunden hinten. Da werden wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen was verlieren. Mal ein kleiner Sprint. Wo es dann da vorne zum letzten Mal in diesen Anstieg reingeht. Den Bergspezialisten haben wir leider schon verpulvert. Muss auch noch lernen, mit dem richtig umzugehen anscheinend. So, aber dann werden wir so circa, naja, 25 Sekunden Rückstand haben im Ziel. Würde ich mal sagen, die Schlussrunde werden die anderen wahrscheinlich besser laufen als wir. Aber an uns vorbeigelaufen ist noch keiner bislang. Ich weiß nicht genau, wo wir liegen, wie weit die Abstände hier sind. Aber ich glaube, das war ein ganz gutes Rennen. Wenn wir da die Null geschossen hätten, hätten wir wirklich Chancen. So, jetzt sind es schon 20 Sekunden geworden. Ich habe ja gesagt, wir werden da ein bisschen was verlieren hinten raus noch. Sogar ziemlich viel in der Loipe. Aber ich verballer mehr Energie. Das kann man jetzt auch nicht mehr sagen, dass es daran liegt. So, jetzt auf jeden Fall nochmal in den roten Bereich. Ja, ist alles okay. Und jetzt in die Hocke und wieder Kraft sparen. So, hier links rum. Dann geht es langsam auch aufs Finale zu. Ich weiß nicht genau, wie weit es jetzt noch ist. 21 Sekunden, da sind wir relativ gleich aufgeblieben. Naja, Ausdauer niedrig, das ist mir schon klar. Aber ist trotzdem noch okay. Hier geht es wieder in den roten Bereich rein. Ja, macht nichts, macht nichts, macht nichts. So, dann kann man jetzt aber, glaube ich, auch gleich nicht mehr so richtig sprinten. Naja, wir versuchen es. Wir sprinten einfach ins Ziel und hauen alles rein, was wir haben an Kraft. Und dann haben wir unsere Energie eigentlich ziemlich gut verwendet. Auch wenn es jetzt natürlich... Oh, er steht ja fast. Eieieiei. Oh, relativ viel von hinten raus verloren. Generell nur 10 Sekunden zwischen den ersten 8. Da sind wir dann doch nur 13. geworden. Obwohl es doch ein passables Rennen war. Die Energie hinten raus dann vielleicht doch zu viel sogar verballert. Also
Da gilt es noch zu verfeinern, aber für das erste Rennen mit 25 Sekunden Rückstand, finde ich, kann man ganz gut mitleben. Da waren wir auch besser als das letzte Mal, als wir hier teilgenommen haben. Da sehen wir, dass wir uns da durchaus auch mal wieder verbessert haben. Erfahrungspunkte gibt es keine, Ligapunkte 20. Damit liegen wir schon mal deutlich hinten. Ich denke mal, es wird aber auch noch Wettbewerbe geben, wo wir vielleicht auch mal die Null schießen, wo wir keinen Fehler liegend machen. Ich halte mich ja an die 80% und jetzt gibt es Weltcup-Sprint der Männer wieder in Östersund. So, die Verfolgung kommt jetzt. So, ein bisschen trainieren dürfen wir natürlich noch. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Kraft lieber als Technik. So, und da haben wir natürlich noch deutlich Entwicklungspotenzial nach oben. So, mal ein kleiner Sprint zum Start, aber da vorne geht es auch schon bergauf, deswegen lassen wir da dann auch schon wieder ein wenig nach. Jetzt werden wahrscheinlich auch ein paar, obwohl wir starten auf Platz 13. Von daher wird von hinten wird relativ wenig kommen, läuferisch. Wenn wir null schießen, ich weiß nicht, ob wir uns so viel nach vorne entwickeln können. Ich bezweifle es eher, aber es ist nochmal ganz gut, um wieder ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Jetzt kann man hier auch ohne Druck rangehen. Da vorne sieht man auch die Konkurrenz, die ist eigentlich viel zu weit weg. Da haben wir keine Chance. Haben wir jetzt auch schon wieder auf die Spitze nochmal hier 9 Sekunden verloren, wenn man sich das mal anschaut. Das ist schon verdammt viel. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr rein. Dann jetzt mit Schmackes in die Abfahrt. Jetzt ähnlich wie beim Skispringen, wir werden nicht die ganze Zeit gewinnen, was ja auch sehr gut ist. Aber auch ein bisschen frustrierend. Ich gewinne lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer tut das nicht? So, jetzt kennt man die Strecke auch langsam schon. Man weiß, wo man Energie raushauen kann und wo nicht. Weil ich hier vielleicht immer ein bisschen viel raushaue. Na, no, läuferisch war das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Wir sehen den da vorne, der jetzt wahrscheinlich auch einen kleinen Sprint macht. Dann machen wir den doch auch mal. So, dann geht es jetzt gleich zum Liegenschießen, wo ich hundertprozentig einen Fehler schießen werde. Ich versuche langsam zu schießen, um einfach mal die Null zu bekommen. So, er ruht sich ja hier eh immer noch ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, der Typ da vorne hat gar nicht geschossen. So, jetzt bin ich sehr nervös. Ach, das gibt's doch nicht. Das Spiel hasst mich doch. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Es ist doch einfach nicht zu glauben. Also, so konstant einen Fehler schießen, das ist doch der Fluch. Ich bin verflucht. Ja, super. Meine Herren. Das ist echt zum Kotzen. Ich hasse diesen langen Anstieg da hinten. Ich glaube nicht, dass wir wirklich viel Zeit gut machen werden heute. Wir werden wahrscheinlich wieder null stehen schießen. Aber es bringt uns ja auch nichts. Bringt uns alles nichts. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich extra mal langsam gemacht und dann schießt er den tief. Oder besser gesagt, ich schieße den tief. Ja, die Konkurrenz läuft uns da vorne auch schon wieder weg. Von hinten haben wir keine Gefahr. Und da verlieren wir hier alleine jetzt schon wieder eine halbe Minute auf die Spitze. So, dann haben wir den Bergspezialist etwas besser eingesetzt.
Diesmal werden wir auch läuferisch hinten raus nicht so viel Energie verballern. Das war das letzte Mal dann doch etwas zu viel. Da muss man natürlich noch ein bisschen ausgewogener rangehen, als ich das eben gemacht habe. So, ab geht's, mein Freund. Na, nicht ruckeln, Spiel. So, da hinten gibt es ja gleich wieder eine kleine Abfahrt, wo wir uns dann wieder ausruhen können. So, wir haben ungefähr noch die halbe Energie da. Von daher sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann können wir hier, wie gesagt, nochmal einen kleinen Sprint hinlegen. Läuferisch sind wir nicht so verkehrt und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ich die Null auch stehen schaffe. Aber das heißt auch, also zumindest stehend die Null schaffe. Diese 80%, seitdem ich gesehen habe, dass das genau 80% sind, ist das wie ein Fluch. Ja, 9 Treffer. Wer hätte damit gerechnet? Keiner wahrscheinlich. Ja, da sind noch ein paar in der Strafrunde. Dann sprinten wir doch mal vorbei. So, jetzt aber regenerieren, mein Freund. Ich will hier im Anstieg nicht zu viel Zeit verlieren. Aber da waren noch ein paar Leute unterwegs in der Runde. Aufzieh! Energie haben wir noch. Wir können auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen sprinten. Und vielleicht wird es ja mal eine bessere Platzierung als eben im Rennen. Ja, da sind aber welche dicht auf unseren Fersen. Da haben wir jetzt sogar ein bisschen Zeit gut gemacht auf der Runde oder sind zumindest dran geblieben. Können wir natürlich keinen Bergspezialisten mehr raushauen, leider. Aber wir können in den roten Bereich zumindest gehen. Das machen wir jetzt auch. Den wir einfach durchziehen. Komme, was wolle. So eine lange Abfahrt hier. So, bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Weiterhin eine halbe Minute. Nein, da kommt einer von hinten ran. Bleib weg, du Sack. Ich sprinte dich gleich in Grund und Boden. Ist gleich die Ausdauer wieder niedrig. So, hier müssen wir nochmal ein bisschen Energie raushauen. Ja, ja, Ausdauer niedrig, das ist mir schon klar. Jetzt geht's doch schon wieder ins Ziel rein. Da sprinten wir jetzt durch. Komm schon, zieh! Da vorne sehen wir es schon. Und diesmal ist es auch ein besserer Sprint als eben. Geht aber auch wieder böse in den roten Bereich rein. Aber das sollte eigentlich eine ganz gute Platzierung werden. Bin gespannt. 7 Minuten 50 haben wir gebraucht. Mal schauen, da sind schon einige da im Ziel. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Leistung. Das hätte, also, hätte schlimmer kommen können. Ja, 57, da haben wir nochmal 10 Sekunden auf die Spitze verloren. Haben wir mal immerhin Platz gut gemacht. Auf Platz 11 vor, allerdings die anderen 4 Strafrunden. Wir nur eine, mit einer weniger, mit der Strafrunde weniger, hätten wir sogar auf Platz 8 laufen können, vor Michi Greis. Und da gibt es wieder die drei, die immer 10 Fehler schießen. Auch irgendwie verblüffend. Aber das war ein gutes Rennen, sage ich jetzt einfach mal so. Bis auf den einen Fehler, glaube ich, läuferig war das gut. Das haben wir ganz gut hinbekommen und haben, wie gesagt, wir hatten 25 Sekunden Rückstand. Wir haben nur 5 Sekunden auf die Spitze verloren. 57, 27, also nochmal 5 Sekunden obendrauf. Da würde ich sagen, Chapeau. Da kann auf jeden Fall mal ein paar gute Platzierungen rausspringen hier im Weltcup. Auch wenn das jetzt bislang noch nicht so richtig gut klappt. Da waren wir sogar schon mal 5 Sekunden schneller. Aber was soll's. Beziehungsweise im Rennen davor waren wir tatsächlich 5 Sekunden schneller. Naja, egal. Auf jeden Fall war das trotzdem, denke ich mal, eine ganz gute Leistung. Wir kriegen nochmal Ligapunkte, Erfahrungspunkte leider keine.
Für den Gesamtweltcup bedeutet das weiterhin Platz 13. Da werden wir uns hoffentlich noch verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Biathlon. Ich weiß nicht, ob wir dann immer noch in Östersund sind, aber für den Start war das okay. Um auch mal wieder ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Und so ganz gesundheitlich on top bin ich auch noch nicht. Man hört es meiner Stimme, denke ich mal, auch noch ein bisschen an. Dann Dankeschön fürs Schauen. Endlich wieder Biathlon und bis zum nächsten Mal.